Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aufwand anders. Heute erwartet euch der 22er Laramie GT. Hier sitzen wir nun in dem regulären Laramie. Was fällt auf, wenn man das Lenkrad anfasst? Es fehlen die Schaltwippen. Ja, hier gibt es die schönen Schaltwippen. Um den Laramie nach vorne, hinten, geradeaus, wie auch immer zu bewegen, habe ich hier das Wahlrad. Und um die Gänge zu verstellen, gibt es wie im TRX diesen wunderschönen Schalthebel. Damit man auch weiß, dass man in einem regulären Laramie drin sitzt, sind die Sitze auch so bestickt. Hier haben wir wunderschöne Schalensitze mit GT-Logo. Und für sportliche Leute wie mich gibt es auch Sportpedale. Dass sich hier um einen Laramie Sport handelt, ist natürlich auch hier die Sportgrafik zu sehen. Damit man weiß, dass man auch in einem GT sitzt, ist es hier auch schön dezent foliert. Die GT-Version gibt es auch nur in Verbindung mit eTorque. Falls euch schon dieser gelbe Streifen aufgefallen ist, der kommt nicht vom Berg, war ein Kundenwunsch. Kann man auch größer, schmaler, breiter machen, wie auch immer. Fragt es einfach an oder lasst es weg, wie ihr es wünscht.